Moin, ich bin Lisa, eure Düchtedirn, und heute zeige ich euch, wie man diese Schachbrettmuster stricken kann. Zuerst zeige ich euch, wo man diese Strickmuster einsetzen könnte. Dann erkläre ich euch die Theorie, dann zeige ich euch in einem Praxisbeispiel, wie man das Muster strickt, und am Ende kommt ein kurzes Fazit zu dem Muster von mir. Das Schachbrettmuster ist ein einfaches Muster und sehr gut für Anfänger geeignet, da es sich nur aus linken und rechten Maschen stricken lässt. Dieses Muster eignet sich super für einen Schal, da es auf beiden Seiten gleich aussieht. Auch für Socken ist das Muster gut, da es einfarbiger Sockenwolle eine schöne Textur gibt. Das Muster besteht aus zwei Mustersätzen. Im ersten Satz strickt man drei Maschen links, dann drei Maschen rechts. Der nächste Satz ist dann genau umgekehrt. Man strickt drei Maschen rechts und dann drei Maschen links. Ich habe hier 12 Maschen plus 2 Randmaschen angeschlagen, da die Maschenanzahl für dieses Muster durch 3 teilbar sein muss, damit es aufgeht. Als erstes wird eine Randmasche gestrickt. Die wird wie zum Linksstricken abgehoben und auf die andere Nadel getan. Dann werden gleich als erstes drei Maschen links gestrickt. Links, links und links. Als nächstes drei Maschen rechts, rechts. Ups. Rechts, rechts und rechts. Dann wieder drei Maschen links. Eins, zwei. Und zum Schluss nochmal drei Maschen rechts. 1, 2 und 3. Und die Randmasche wird rechts abgestrickt. Das war die erste Reihe. Jetzt wird die Arbeit gewendet. Und wir werden wieder die Randmasche wie zum Linksstricken abheben. Und dann geht es los mit drei linken Maschen. Links, links und links. Dann wieder drei rechte Maschen. Rechts, rechts, rechts. Und wieder linke. Eins, zwei, drei. Und nochmal zum Schluss drei rechte. Eins, zwei. Und 3. Und die Randmasche wird wieder rechts abgestrickt. So, das war die Hälfte vom ersten Mustersatz. Das wird jetzt noch zweimal wiederholt. Im nächsten Mustersatz machen wir einmal alles umgekehrt. Das heißt, da wo wir linke Maschen gestrickt haben, werden jetzt rechte Maschen gestrickt. Dann wieder linke, rechte, linke. Und wir fangen an mit einer Randmasche, die wie zum Linksstrecken abgehoben wird. Und stricken als erstes drei rechte Maschen. Rechts, rechts, rechts. Dann drei linke, links, links, links. Wieder drei rechte. Eins, zwei, drei. Und zum Schluss nochmal drei linke. Eins, zwei, drei. Und die Randmasche wird rechts abgestrickt. Die Arbeit wenden und weiter geht's. Wir fangen wieder an mit einer Randmasche, die wir wie zum Linksstricken abheben und stricken als erstes drei Maschen rechts. Rechts, rechts, rechts. Dann drei Maschen links, 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 links. Wieder drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Und zum Schluss nochmal drei Maschen links. Eins, 2, 3 und die Randmasche wird wieder rechts abgestrickt. Das wiederholt ihr jetzt noch zweimal und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis. Hier ist das fertige Ergebnis. Hier unten haben wir die linken Maschen, darüber die rechten und man kann auch schon bei so einem kleinen Stück das Schachbrettmuster erkennen. Mir gefällt dieses Muster. Besonders toll finde ich, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, damit einen Schal oder ein paar Socken zu stricken und ich werde dieses Muster öfter in meinen Strickarbeiten verwenden. Das war's für heute. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.
Damit ihr kein Video mehr verpasst, vergesst nicht zu abonnieren und macht es wie Avo und drückt auf die Glocke. Habt ihr Lust auf mehr Videos von mir und wollt nicht warten? Dann schaut euch doch dieses Video hier oben an. Oder bist du Linkshänder, der gerne mit dem Stricken anfangen möchte? Dann klick hier unten und schnapp die Nadel und Garn und leg los.